Daniel Paulus, du hast dein Spiel an den Stammbuch vor dem Spiel geschrieben, einen souveränen Sieg eingefahren. Warum schien es heute lange Zeit nichts damit zu werden? Ja, das hat an uns gelegen. Das war dann nach 60 Minuten was standesgemäß. Da haben wir dann endlich das 1-0 gemacht. Vorher haben wir einfach viel zu pomadig und behäbig gespielt und hatten von dem einen oder anderen Spieler heute nicht die Einstellung auf dem Platz, die man in so einem Spiel braucht. Und ab der 60. Minute, wie das Ding dann mal drin war, da hat das dann ganz ordentlich aufgesehen, weil wir dann einfach auch mal ein bisschen Tempo aufgenommen haben, sind mal tief gegangen, haben Ball laufen gelassen, dann war das in Ordnung. So, dann haben wir uns nochmal ausgelassen in der Chancenverwertung zu Beginn des Spiels. Da kann man auch mal schon das 1 oder 2-0 dann direkt machen, dann läuft das vielleicht auch anders. Aber insgesamt war es dann hinten raus, war es okay. Vorher war ich nicht mit einverstanden. Ja. Du hast insgesamt viermal Spieler an die Seitenlinie zitiert zum Rapport. Ärgert dich am meisten, dass Dinge, die im Vorfeld besprochen worden sind, da nicht umgesetzt werden? Ja gut, das waren ja teilweise die Jungs, so wie Ömer oder Lucci zum Beispiel. Da sieht man, dass die einfach jetzt wochenlang auch nicht gespielt haben. Ja, das sind A-Jugendspieler, die hochgekommen sind, die sind immer noch dran, sich irgendwo umzustellen. Und denen fehlt einfach die Spielpraxis und Rhythmus. Im Laufe des Spiels war das dann besser, da weil sie sich dann auch mal was zugetraut haben und einfach mal da ja, ein bisschen selbstbewusster gespielt haben. Jetzt hat aber Lucci dann auch ein schönes Tor geschossen, der Ömer hat eins vorbereitet, das war dann okay. Deshalb müssen wir auch immer wieder gucken, dass wir auch immer mal nochmal ein Freundschaftsspiel oder die A-Jugend spielen, dass die irgendwo auch Spielpraxis bekommen, weil wir leider keine zweite Mannschaft haben. In der Halbzeit hat es geraucht? Nee, überhaupt nicht. Ich war total ruhig, ich habe die Dinge angesprochen, das, was wir schlecht gemacht haben. Habe gesagt, dass wir teilweise arrogant gespielt haben und wie dann endlich das Tor drin war, war es dann auch okay. Pflichtaufgabe erfüllt.